Jo, herzlich willkommen zurück. So, weiter geht's im Kontext nach dieser schweren Geburt und zum Glück ist da nichts schiefgelaufen in der Aufnahme, sah jedenfalls nicht so danach aus und ja, mein Bildschirm hat sich hier in Standby gepackt, weil die Videosequenz irgendwie wohl so lange ging oder was, keine Ahnung. Jedenfalls war das Bild weg, hab die Maus bewegt und dann kam hier wieder HDMI-Signal und ja, weiter geht's, würde ich mal meinen hier. Na komm schon. Gib mir bitte ein Bild. Was gibt's? Admiral Tolvan ist entkommen. Was? Wie? Weil ich den Mann freiließ. Sie haben was? Er ist der Admiral und ich habe lang unter ihm gedient. Oh. Ist Ihnen klar, wie die uns einheizen würden, wenn die erstmal rausgefunden hätten, dass wir den Admiral gefangen halten? Er ist Ihr Freund. Er kennt jetzt unsere Position und was wir vorhaben. In Ordnung, dann hab ich Scheiße gebaut. Er kann nicht weit sein, fliegen wir ihm nach. Und was dann? Ihn abschießen? Das würde den Krieg bedeuten. Wir müssen wohl mit dem, was sie uns eingebrockt haben, leben. Dafür werden wir noch büßen müssen. Tja, so ein Vollidiot, ne? Mehr fällt mir dazu nicht ein, aber na gut, was soll's. Jetzt wird's hier interessant. Jetzt wird hier nämlich erstmal Krisensitzung gemacht, glaube ich. Möglichkeiten abwägen. Irgendwie sowas. Sir, das kam gerade rein. Colonel, wir werden in zwei verschiedenen Systemen Aktionen durchführen müssen. In Circe müssen wir der Grenzweltenregierung in einem erbitterten Bürgerkrieg helfen. Er wurde von irgendwelchen Unruhestiftern angezettelt. Söldner, die wahrscheinlich von Leuten aus der Konföderation unterstützt werden. Tausende unschuldiger Zivilisten mussten sterben. Die andere Operation wird im Speradon-Sektor stattfinden, der ebenfalls zu den Grenzwelten gehört. Eine konföderierte Raumschiffwerft läuft dort wegen dem möglichen Kriegsausbruch auf Hochtouren. Die Sicherheitsmaßnahmen sind nicht groß und Sie wissen ja, wie dringend wir Schiffe brauchen. Ich wünschte, Sie könnten beide Operationen übernehmen. Da das nicht möglich ist, überlasse ich es natürlich Ihnen, die Wahl zu treffen. Sie haben gehört, was er sagte. Unschuldige Zivilisten werden in Circe getötet. Die Wahl ist klar. So klar ist es auch wieder nicht, Colonel. Wir können ohne Waffen nicht gewinnen. Ein Kampf wäre nutzlos. Ich bin der Meinung, die Werft wäre genau das Richtige für uns. Tja, also ich lasse keine Zivilisten im Stich, weil die können halt irgendwie am wenigsten dafür, ne? Kante hat recht. Aber er nicht Unrecht hat. Ich spiele Panthers Hawk Weg. Hat recht. Panther hat recht. Und werde dann irgendwie in Kürze mal gucken, dass ich den anderen Weg dann auch mal aufzeige. Vielleicht. Das ist ja quasi eine wirklich intensivere Alternative, das Spiel zu spielen. Die Story zu spielen. Gibt dann vielleicht einen alternativen Abschnitt, wie es hätte anders laufen können in der Story, so wie bei Wing Commander 3 die drei alternativen Enden aufgrund von Entscheidungen. So, ab geht's hier.
Grunde genommen haben sie ja beide recht, ne? Das lässt sich jetzt halt schlecht vermischen. Wir können die Zivilisten nicht im Stich lassen. Wir müssen angreifen. Kurs auf Circe. Aye, aye, Sir. Kommt wahrscheinlich die nächste Videosequenz, ne? Den Jump-Point springen da. Gehe ich mal von aus. Tja, da lässt sich leider nichts dagegen machen. Leider, leider. Aber ich denke, das lohnt sich, da kann man mit leben. So, so. Mal gucken, was wir für Videosequenzen auf uns warten. Ich muss das dann jetzt wohl tatsächlich mal auf Kernel 1 weitermachen, damit ich da dann später mal wieder laden kann. Mal gucken, was hier so... Ach ja, nee, wieder. Das wird jetzt lustig. Das ist, woran ich mich erinnere, wird das jetzt lustig. Ich kenne keinen Piloten, der einen 60-Kilo-Turnister bei doppelter Schwerkraft über 30 Kilometer schleppen könnte. Wenn es drauf ankommt, seid ihr Schwächlinge. Wir sind Schwächlinge. Jetzt erzähle ich dir mal ein Beispiel. Ich hab mal einen von den Marines mitgenommen. Ich packte den Knüppel, zog den Fliegerstall nach oben und schaltete das Triebwerk aus. Während des Sturzes schaltete ich es wieder ein, machte ein paar Fassrollen und ein paar Flugrollen, nur um mich aufzuwärmen. Der Kerl hinter mir war ohnmächtig geworden und hatte sich von oben bis unten vollgekotzt. Nur weil ich auf 5G ging. Wer bei der Raumfahrtakademie durchfällt, kommt zu den Marines. So ein Quatsch. Ihr sitzt im Cockpit, weil ihr keinen Nahkampf durchhalten würdet. Da habe ich aber was völlig anderes gehört. Euch Marines fehlt sein Durchhaltevermögen. Ach was, wir Marines halten ganze Nächte durch. Im Nahkampf aber nicht, Junge. Soll ich dir vielleicht das Gegenteil beweisen? Worauf wartest du? Ganz komm schon. Wie du willst. Komm schon. Das muss ich sehen. Maniac kriegt eins auf die Schnauze. Das muss ich sehen. Warum sollte ich da eingreifen? Ja, die andere Auswahl ist ja eindeutig. Junge, Junge, Junge. Manchmal ist das echt nervig. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Danke für Ihre Hilfe, Colonel.
Wer sich sowas einbrockt, muss es auch auslöffeln. Ich hab gedacht, wir Piloten halten zusammen. Ich verteidige nämlich unsere Uniform. So, sie bringen Schande über sie, würde ich eher sagen. Sie werden ja sehen, wie viel Hilfe sie bekommen, wenn wir das nächste Mal fliegen. Ich brauch deine Hilfe nicht, du Depp. Ist halt einfach mal so. So. Was liegt an, Jungs? Ach je. Okay. Gut. Sind alle hier? Colonel, ich bin in Circe und kommandiere unsere Aktion. Circe 5. Die blutigsten Kämpfe, die ich seit der Schlacht von Repleta erlebt habe. Es gibt hier eine Menge zu tun. Dann schießen Sie los, Admiral. Die Söldner haben eine Panzeroffensive gestartet. Ihr Ziel ist das nördliche Kontrollzentrum der legitimen Regierung. Dort werden die Kappen des Polareises kontrolliert. Die Zerstörung des Zentrums würde eine gewaltige Flutwelle auslösen. Auf Circe 7 wurde kürzlich ein chemischer Angriff ausgeführt. Deshalb evakuieren wir die Bewohner. Die meisten unserer Schiffe sind zu groß, um auf dem Planeten zu landen. Deshalb benutzen wir Raumfähren, um die Leute wegzubringen. Ohne Geleitschutz ist das gefährlich. Und noch was. In einer Meldung heißt es, feindliche Streitkräfte sammeln sich in der Nähe eines Jump Points. Es ist nicht ersichtlich, was die Feinde planen. Sie bekommen von mir Daten und aufgezeichnete Einsatzbesprechungen für jede Mission. Ich überlasse es Ihnen, Colonel, die Wahl zu treffen. Sie müssen entscheiden, was Sie tun werden. Viel Glück. Tja, mal gucken, was anliegt. Ich würde sagen, erstmal hier mit den Transportern das. Das werde ich jetzt einfach mal machen. Dass wir da erstmal Hand anlegen. Und dann mal schauen, wie das weitergeht. Schwierige Übergangsgeschichten hier. Aber jetzt hat er das kurz gewählt. Kommt der Wechsel oder was? Naja, mal gucken. Manchmal ist das mehr, mal ist das weniger nervig mit den Videos, dass er diese Wartemomente zwischendurch hat. Jetzt ist es gerade wieder auf dem schlimmsten Level. Quasi. Ach, come on. Also. Zur Evakuierung der vielen Menschen benutzen wir Fregatten, da wir es sonst unmöglich schaffen würden. Diese großen Schiffe können nicht auf der Planetenoberfläche landen. Deshalb haben wir ein Shuttle-System eingerichtet, um die Flüchtlinge zu den Schiffen zu bringen. Diese Shuttles sind während des Hin- und Herfliegens leicht angreifbar. Wir möchten, dass sie ihnen Geleitschutz geben. Mhm. Diese Menschen haben bereits genug Probleme. Sie müssen nicht auch noch Zielscheibe für den Feind sein. Also los, Leute. Gut, gut. Geleitschutz geben halt, ja. Zu den Schiffen im All. Das sollten wir noch hinkriegen.
eigentlich. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht sein. Ach, brauche ich vernünftige Raketen hier. Das ist mal ganz klar. Und ich brauche einen guten Piloten hier, weil sonst wäre das ebenfalls nix. Dann würde ich sagen, ab geht die Post hier. Ja, man flog jetzt, glaube ich, immer auf den Planeten, um die abzuholen und dann mit denen wieder runter, ne? Irgendwie so war das. Und das ist jetzt wieder mal eine Videosequenz anscheinend. Deswegen brauche ich das ein bisschen länger. Weil sie schön zeigen, wie er auf dem Planeten drauf fliegt. Durch die Atmosphäre oder so halt. Na komm schon. Mach, mach, mach. Ja, oder doch mal so. Ja. Und das war's auch schon. Haben wir direkt Feinde am Hals oder können wir wenigstens einmal Autopilot machen hier? Seien Sie gegrüßt, Colonel. Verbindung aktiv. Fliegen Eskortenkurs. Ah, dann ist ja gut. Bisschen übertrieben. Auf geht's. Mal gucken, ob wir das hinkriegen hier. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen fahren. Piraten wieder hier. Mal gucken, dass wir so eine Flucht schlagen. Oh nö, ne? Ach, verdammt nochmal eins. Das kann nicht wahr sein. Da war ich anscheinend nicht schnell genug, oder was? Aber das probiere ich nochmal. Kann ja nicht sein, dass ich hier jetzt dauerhaft den Schwierigkeitsgrad runterhauen muss. Das ist jetzt irgendwie Cheat, ja? Wenn ich das Video direkt abbreche, geht es dann vielleicht ein bisschen flotter. Das kann ja nicht wahr sein hier. Ich meine, das Ganze müssen wir dreimal überstehen, soweit ich noch weiß. Was soll ich denn das machen? Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist aber auch ätzend. Kann doch nicht wahr sein. Seien Sie gegrüßt, Colonel. Verbindung aktiv. Ja, ja, komm. Eskortenkurs. Hau rein da. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Super Schuster! Super Schuster! Die Richtung Feindziel zerstört! Zeit in Pension zu gehen. Ein mieses Stück, ey. Danke für die Eskorte, Colonel. So, jetzt habe ich keine Raketen mehr, nur noch alle Torpedos, die kein Mensch braucht. Ich habe verkehrten Flieger genommen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist der einzige, der da in diese Erdumlaufbahn mal kurz rein kann, da, um die da abzuholen. Und daher kann ich, glaube ich, auch gar nichts anderes wählen. Höchstens den Avenger vielleicht. Ich will nicht mal nur diesen Avenger und den Banshee fliegen. Das ist hier so das Zwischending.
bisschen wendiger, mit ordentlich was dran. Ach, Mann. So, da fängt einem noch die Blase an zu drücken, wenn man mal pinkeln muss. Ja, komm. Kennen wir schon, haben wir schon gesehen. Ist immer dasselbe. Fliegt den kurz vor die Nase und... Freut mich, Sie zu sehen, Colonel. Verbindung aktiv. Fliegen Eskortenkurs. Jo, ab geht die Post hier. Das läuft ja zumindest schon mal besser als zuvor. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit Ihnen verhandeln. Ja, jetzt haben wir diese Arrows da am Hals. Verdammte Scheiße. Und schnell und alles. Kann nicht wahr sein hier. Na, wir riechen meine Abgase. Das zeige ich dir. Findest meine Abgase. Ich muss immer die E-Taste irgendwie im Finger draufhalten. Für den Fall, dass man eine Rakete reindrücken will, ja. Das nennst du Fliegen? Na, die riechen meine Abgase. Zeige ich dir, Freund. Kein Flugdeck mehr, Kumpel. Meinst du? Gleich bist du weg. Danke für den Geleitschutz, Colonel. Hier ist jetzt Feierabend für dich. Hat sich das erledigt. So, einmal noch und dann haben wir es eigentlich geschafft. Hab ordentlich eingesteckt. Das kann man es eigentlich dann noch laufen lassen, wenn er schon dafür so lange lädt. Mal hoffen, dass wir das schaffen hier. Ich habe keine Lust, den Schwierigkeitsgrad immer runterzudrehen. Wenn es halt mal knackig ist, ist es halt mal knackig. Hat ja keinen Sinn. Wäre ja sonst langweilig. Immer nur Videos gucken macht ja auch keinen Sinn. Hab ja jetzt extra einen Joystick ausgepackt, ja. Eigentlich echt nett gemacht, ne? Für den Anfang der 90er, wo das, glaube ich, rauskam, ist das eigentlich alles schon ganz cool. Workflow war damals natürlich besser, weil es diese Wartezeit nicht gab. Verbindung bestätigt. Weiter mit Autopilot. Vorzugsweise habe ich es damals immer auf MS-DOS gespielt, weil da lief es auch am besten. Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Na, jetzt wollen wir mal gucken. Ja. Junge, 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 Junge. Ja, dann komm mal ran hier auf den Meter. Oh. Scheiße. Was soll das?
Komm. Ja, abdrehen. Kann nicht wahr sein. Kann einfach nicht wahr sein. Dass sie einen so fertig machen. Na, die riechen meine Abgase. Na, die riechen meine Abgase. Verdammte Scheiße. Weitere Nacht. Alter. Heute starb das Herz des Teams. Kann nicht wahr sein. Kann einfach nicht wahr sein. Ich mache hier jetzt erstmal einen Cut.